Lee, hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Man Up Mode TF2 Style. Wie immer in Team Fortress 2, wir sind wieder im neuen Spielmodi. Ich gehe mal ganz schnell in Steam offline, weil das ja sonst keinen Sinn macht. Was nehme ich zuerst mit? Ich nehme auf jeden Fall Reload Speed mit. Einfach weil Reload Speed am Anfang sehr, sehr geil ist. Ich spiele Demo Man, wie man sehen kann. Heißt erstmal schön nach vorne. Und wir haben anscheinend 6 Baseballs. Oder auch einfach nur Scouts. 4, 5, 6, 7, 8. Übrigens habe ich meine erste Tour bereits geschafft. Also einmal jetzt so eine Welle beendet. Also komplett durch. Was wirklich teilweise ultra schwer war. Ich glaube, wir hingen da 2 Stunden dran. Also mit verschiedenen Leuten, weil halt immer wieder welche geliebt sind und so weiter und so weiter. Das Typische also. Haben es dann aber geschafft und ja. Seitdem kann ich jetzt nur hoffen und beten. Also ich habe leider nichts Gutes bekommen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier ablaufen wird. Unser Team besteht ja gerade aus 2 Engineeren, einem Scout, einem Pyro, einem Heavy und mir. Einziges Bedenken habe ich bei den 2 Engineeren. Wir haben, was haben wir jetzt für Gegner? 6 Punching Heavies, 16 anscheinend Scouts mit Baseballschlägern und 6 Super Scouts mit Baseballschlägern, wenn ich das richtig deute. Das ist jetzt die zweite Map, also der zweite Schwierigkeitsgrad, oder wie will man das sagen? Die Schwierigkeitsgrad, es ist auf jeden Fall vom ersten Level das zweite, was man anwählen kann. Das habe ich ja jetzt bereits geschafft und wir haben ja auch weniger Wellen, zwei weniger als im ersten. Dafür wird es wohl umso schwerer werden. Und ich lasse mich jetzt mal überraschen, was da jetzt so auf mich zukommen wird. Kawabanga! Easy going, Bro. So, am besten ist einfach wirklich immer nur hier ein bisschen reinspammen. Das bringt es. Und zwar wirklich. Unser Scout sammelt hier schon alles Zeugs auf. Das heißt, es ist nur vernünftig zielen und treffen. So. Eigentlich nicht schwer, der Modus allgemein. Es ist halt nur schwer, damit klarzukommen. Beim ersten Mal, sag ich mal. Oh, das hat geklappt. Super wunderbar. Schon ein bisschen Munition wieder geholt. Und wir haben unseren verdammten Scout, den ich noch so halb getötet habe. Aber sie kommen gerade zuhauf durch und ja, das wird lange dauern, das Let's Play. Aus dem simplen Grund, weil im Normalfall schafft man die Wellen nicht im ersten Versuch. Das auf keinen Fall. Zumindest nicht die ersten Wellen, auf jeden Fall nicht. Zum Beispiel wie hier, wenn einfach sich keiner um die Awesome Mega Scouts kümmert, die hier rumbettern. Während ich als einziger versuche, im Grunde sie aufzuhalten. Heißt so viel wie Versuch Nummer 2. Ich werde definitiv der Moment bleiben. Und nehme ich M-Capacity mit. Na, nehme ich das mit? Ich weiß es nicht. Ich bin immer so unentschlossen dabei. Nehme ich mal mit, komm. Die Kantine nehme ich noch nicht mit. So. Ach, hier oben. Oh Gott. Schlechte Position. Okay. Das sieht ziemlich schlecht aus. Muss ich doch zugeben. Irgendwie vermisse ich hier Leute. Karen! So, gehen wir mal kurz oben gucken. Ich müsste eigentlich auch wieder meine Sticky Trap Falle platzieren. Dün, 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 dün. 3, 4, 5. Ach komm, 6. Well, I think that's might supposed to be a bad possession for this.
Aber um das abzuhalten, ist es leider schon zu spät. Das Ding ist fast gelaufen. Thanks. Ja, so sieht übrigens aus. Ich mein Bird, der ist gerade voller Birdies. Birdien. Vor die Seizures. Was ist sein Name? Chicha Birdie. Birdie, Birdie, Birdie. Und zwei. Schuss, Schuss. Also der Moment ist so oder so. Welle 1 ist noch extrem einfach. Allgemein auch als der Moment zu spielen. Hab einfach nur irgendwie Stickies rein. Nicht Stickies, sondern seine Pillen rein. Und dann wird schon was passieren. Es ist wirklich so. Das ist ultra easy. Weil wenn man auch mal, man hat halt einfach so einen extrem hohen Splash, damit man kann alles töten. Und die Sticky Traps bewahre ich jetzt mal eben für den Scouts auf. Für die da zum Beispiel. Oder auch nicht. Weil ist das eine schlechte Idee und so. Und ich kann den nicht alleine töten, verdammt. Was soll der Scheiß? Das funktioniert so nicht, nein. Zu wenig Kampfkraft. Not PNGs. Das bringt gar nichts. So, wechseln die jetzt oder nicht? Sonst kann ich gleich auch leaven. So ist es nämlich, leider. One NG is enough. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Please, please, go medic. Würde geil sein. Nach vorne! 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6. Ja, aber ich liebe es ja einfach so, dass man 14 Stickies haben kann. Aber anscheinend möchte man nicht switchen hier. Das ist schade. Bringt nichts. Weil schlechte Position dort. Weil oben links ist wirklich einfach so, man hat zu wenig. Starten wir. Aber von der Mitte aus. Außerdem reicht ein NG. Es ist doch wahr, man braucht nicht zwei NGs. Und das ist auch eine Scheißposition. Das ist so, das ist extrem anfällig, die Position. Das ist, ich check's nicht, Leute. Spielt mal vernünftig. Na kommt. Das ist ja schon wieder die totale K.O.-Runde. True Story. Immerhin steht hier die Dingsi, damit kann ich meine Munition wieder auffüllen. Das war leider jetzt aus Versehen. Jetzt brauche ich ganz schnell meine Muni wieder. Und das war's dann wieder. Oder nee, das war's nicht, aber vielleicht doch. Der eine Scout ist gestorben, der andere. Sind wir in die Luft geflogen? Nein. Wir haben das noch so halb überlebt. Unglaublich hier. Und ich werde jetzt einfach mal die Bombe beschützen.
6, 7, 8. Das sollte erstmal alles töten. Oder auch nicht. Oder doch. Oh mein Gott, ist das schon wieder... Die Welle ist fast geschafft. Das ist machbar. Das ist definitiv machbar. Come on. Come on. Okay, zwei Super Scouts. Shit, 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 shit. Tötet sie. Yes, verdammt, yes. 17 Money fehlt uns. Leider kein Bonus, aber immer ein Credit-Rating von A. Das ist sehr, sehr geil. So, 983, damit hole ich mir jetzt erstmal. Was hole ich mir jetzt dafür? Habe ich mir gerade kein Upgrade geholt? War ich Brain AFK? Ich habe mir gerade wirklich kein Upgrade geholt, oder? Oh mein Gott. Reload Speed ganz wichtig. Und dann nehme ich nochmal eben Ammo und Firing Speed mit. So, eigentlich die super Kombi, weil wir schießen schnell, wir laden schneller nach und wir haben mehr Munition. So, vorne sind wir wieder. Jetzt platziere ich wieder meine schönen Stickies. Meine schönen 14 Stück. Why is there a Tic-Tac? I don't get it. Ist das Tic-Tac normalerweise drin, ne? Habe ich noch nie gehört bisher. And it's gone. Oh mein Gott. Ja, das ist ein Soundbug, der hier in der Mitte auftaucht. Aber ein schöner Soundbug.